Ich will nicht so lange reden. Erstmal Carsten, wer dich noch nicht kennt. Ich muss zugeben, ich habe dich auch erst letztes Jahr kennengelernt auf dem Bebelplatz und dich da spielen hören. Das liegt daran, dass ich immer in dieser kleinen Nische von Chanson und jiddischen Liedern unterwegs bin. Und Liedermacher sind ja auch nicht mehr so weltberühmt heutzutage. Aber wenn man dich mal recherchiert, dann bist du weltbekannt für jiddische Musik, ja, richtig? Ja, ich habe die Welt auch schon bereist. Nun ist vorbei. Ich hatte gerade eine Einladung nach Brasilien, hätte ich mit dem Orchester und einer Sängerin machen können. Und dann habe ich gesagt, aber gleich am Anfang, sorry, I'm unvaxxed. Und da hat sie gleich gesagt, ist egal, es hält fest, es geht. Hat sie gleich gesagt, oh, you're one of those, so we meet again in Berlin. Okay. ich würde ganz gerne, bevor du hier, du hast ja was vorbereitet zu diesem speziellen Ort, dass du mal kurz sagst, wo kommst du her? Bist du aus Berlin? Wo bist du aufgewachsen? Kannst du das mal kurz erzählen? Also meine Eltern sind aus Hamburg. Ah, ja, daher, der Hamburger. Aber haben sich in Berlin kennengelernt, dann war ich die ersten Jahre in der Christburger Straße. Oh, da wohnt ein gewisser Herr L. Welcher Herr? Karl. Der wohnt dort? Ja, ja. Wir sind lange weggezogen. Und mein Vater kommt aus einer deutsch-jüdischen Familie. Meine Mutters Familie waren Widerstandskämpfer in der Nazizeit als Kommunisten. Deswegen bin ich mit diesen. Natürlich kenne ich dann Bella Ciao, nicht nur aus der Schule. Und dann sind wir aber nach Köpenick gezogen. Überraschenderweise habe ich nach vielen, vielen Jahren eine alte Freundin meiner Mutter jetzt hier wieder getroffen. Und das gehört schon zu meiner Herkunft weiter. Okay, und wie bist du zur Musik gekommen? Denn ich habe gelesen, du hast ja einen richtigen Beruf gelernt. Aber erzähl mal, wie du zur Musik gekommen bist. War das Familientradition? Oder? Ja, keine Ahnung, warum in Wikipedia immer noch diese völlig unerhebliche Episode von 2 Jahren stand, dass ich am Anfang mal Gärtner gelernt habe. Das ist ja nicht mehr wahr. Müssen wir mal korrigieren. Meine Großmutter war ja am Berliner Ensemble die letzte Geliebte von Bert Brecht. Okay. Und mein Vater, Josch Sellhorn, kennt noch manch einer, der war der Jazzkritiker, der eine Große der DDR. Und der hat sich aber auch für Weltmusik und all das interessiert. Und er hatte auch sich verpflichtet gefühlt, einen jüdischen Abend zu machen. In den bin ich irgendwann eingestiegen und so kam ich dazu. Okay, super, danke. Das wollte ich auch mal von dir direkt hören. Jetzt möchte ich gerne deinen Bezug hier zur Gethsemane-Kirche. Du hast das vorbereitet. Genau. Also, nachdem ich erfahren habe, dass ich hier eingeladen bin, habe ich mir die Webseite angeschaut, weil da auch viele Freunde und Bekannte von mir unterschrieben haben, was die hier für ein nettes Statement oder Erklärung abgegeben haben. Und da dachte ich, das kann doch so schlecht nicht sein. Und deswegen lese ich nochmal diese Erklärung, die die gemacht haben, die ich eigentlich hätte unterschreiben wollen, aber ich lese sie jetzt mit meinen Anmerkungen. Wir als AnwohnerInnen, man muss das ja gendern, des Gethsemane-Kiezes im Prenzlauer Berg betonen das Recht auf freie Meinungsäußerung in unserer Demokratie, das auch für die Kritik an Corona-Maßnahmen der Politik gilt. Dem stimme ich voll zu. Wir stehen für ein friedliches Miteinander in unserem von Vielfalt und Toleranz geprägten Kiez und in unserem Land. Das habe ich immer getan. Und ich hoffe, es ändert sich jetzt nicht unter anderem dadurch, dass man den Schwulen die Verbreitung der Affenpocken in die Schuhe schieben will. Nächster Punkt, sind ja nicht viele. Wir lehnen jede Form von verbaler oder körperlicher Gewalt, Einschüchterung oder Sachbeschädigung ab. Ja, ist das nicht selbstverständlich? Ich will ja auch nicht, dass mich hier jemand anschreit oder von der Bühne holt oder meine Gitarre kaputt macht.
Wir, also die, wenden uns gegen Verschwörungserzählungen und Wissenschaftsleugnung. Davon kann ich nur abraten, weil diese beiden Worte, aber ganz besonders der Vorwurf der Wissenschaftsleugnung, schon Galileo Galilei durch die Kirche zum Verhängnis geworden war. Wissenschaft lebt von Fortentwicklung und Diskurs. Wir kritisieren die fehlende Abgrenzung von Corona-Protestierenden gegenüber RechtsextremistInnen, ReichsbürgerInnen und Antisemitismus. Ja, ich finde auch, dass Bhakti kein Antisemit ist. Also, auf jeden Fall will ich dazu sagen, das halte ich für eine Unterstellung durch die meisten Medien. Keiner hat je kontrollieren können, wer zu öffentlichen Versammlungen kommt. Das Wort Querdenker ist in den Köpfen schon mit dem Wort Reichsbürger verknüpft. Dabei muss man nur mal zuhören, worum es uns hier wirklich geht. Freie Impfentscheidung, freie Rede, freie Wahl, wie der Mensch leben will. Zwei Punkte aus der Erklärung gibt es noch. Wir verurteilen historische Analogien, mit denen Diktaturen verharmlost werden und das Leid ihrer Opfer relativiert wird. Dazu sage ich, um Diktaturen oder Herrschaftsstrukturen zu erkennen, muss man immer Vergleiche führen. Das ist etwas anderes als Gleichsetzen. In den linken Kreisen, in die ich hineingeboren bin und aus denen ich komme, war in diesem Sinne das Wort "wehret den Anfängen" immer wichtig. Und nebenbei gesagt, wer die Stimme gegen einen Krieg erhebt, verharmlost damit doch nicht zum Beispiel den 30-jährigen Krieg in Europa. So, der letzte Punkt aus der Erklärung ist, wir weisen die Behauptung, dass wir in einer neuen Diktatur leben, mit aller Entschiedenheit zurück und bekennen uns zur weltoffenen und freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Land. Ich kann nur sagen, ich war so froh im Jahr 89, als ich da drin auch gesungen habe, als so vieles hier ein Ende finden musste und die Polizeiübergriffe auf Demonstranten endlich in den allgemeinen Medien aufgearbeitet wurden. Ähnliches wünsche ich mir jetzt auch, schon um zu beweisen, dass wir nicht in einer neuen Form einer Diktatur gelandet sind. Komisch, du schreibst genau das gleiche, was ich auch hätte gerne schreiben wollen. Danke.